Vielen Dank und herzlich willkommen auch hier aus dem Reichstagsgebäude. Ja, die Sitzungswoche hier des Bundestages, die beginnt mit einer vereinbarten Debatte zum Thema gleichwertige Lebensverhältnisse. Was ist der Anlass dazu? Seit September arbeitet eine Kommission zu diesem Thema, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde. Da sitzen die Länder mit am Tisch, die Kommunen und auch alle Kabinettsmitglieder. Und diese Kommission, die hat ein ziemlich ambitioniertes Ziel, nämlich für alle Menschen in Deutschland, egal wo sie wohnen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, gleichwertige, faire Chancen zu schaffen, damit sie in ihrer Region gut leben können. Also dafür soll diese Kommission Vorschläge vorlegen. Das sind sehr viele Fragen, die dort eine Rolle spielen werden. Beispielsweise, wie sieht es aus mit der Gesundheitsversorgung in meiner Region? Gibt es genug Arbeitsplätze? Gibt es Busverbindungen? Wie ist es mit der Erreichbarkeit von Behörden oder auch Schulen? Und kann ich im Alter in meinem gewohnten Umfeld leben? Das und vieles mehr, also dem wird sich diese Kommission widmen. Deutschland geht es zwar wirtschaftlich gut, aber der Unterschied zwischen den Regionen, der ist teilweise enorm. Dabei geht das Gefälle nicht unbedingt nur zwischen Stadt und Land und zwischen Ost und West, sondern zunehmend auch zwischen Nord und Süd. Und natürlich sind in den verschiedenen Städten und Landkreisen, die als strukturschwach gelten, die Unterschiede noch mal ganz anderer Art. Darüber möchte ich sprechen, bevor hier gleich die Debatte beginnt, mit zwei Gästen. Und beide Gäste beschäftigen sich in ihren Fraktionen mit dem Thema Kommunalfinanzen auch, aber Kommunalpolitik und Regionalpolitik und sind vor allem Abgeordnete aus Wahlkreisen oder Regionen, die auf die eine oder andere Weise mit dem Thema Strukturschwäche zu tun haben. Ich begrüße ganz herzlich Eckhard Rehberg für die CDU-CSU-Fraktion. Sie sind der haushaltspolitische Sprecher, vor allem aber direkt gewählter Abgeordneter aus dem Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte Rostock. Herzlich willkommen. Und Markus Dressel begrüße ich ganz herzlich für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie sind der Sprecher für ländliche Räume und für Regionalpolitik Ihrer Fraktion und haben im Wahlkreis im Saarland, nämlich in Saarlouis. Herr Rehberg, Ihr Wahlkreis bzw. was zu Ihrem Wahlkreis gehört, das ist der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Das ist der Landkreis im Norden, in dem die Bevölkerung am meisten geschrumpft ist, zwischen 2000 und 2015 um ungefähr 14%. Das ist ziemlich viel. Was sind das für Probleme vor Ort, die dadurch entstehen? Ja gut, der massive Schrumpfungsprozess hat in den 90er und Anfang 2000er Jahre stattgefunden. Wir haben jetzt eine Stagnation und wir haben auch durchaus Zuzüge. Und die Region entwickelt sich ganz unterschiedlich. Ich habe die Müritz mit Waren, die prosperiert, aber wenn ich das nicht natürlich auch Regionen habe, die unter 30 Einwohner pro Quadratkilometer haben, viele kleine Gemeinden mit 100, 200 Einwohnern. Und da trägt natürlich dieser Schrumpfungsprozess mit dazu bei, dass es schwerfällt, Daseinsvorsorge vorzuhalten. Die Landesregierung hat einen Fehler gemacht. Der Landkreis ist der größte in Deutschland, der flächengrößte. Ich habe den flächengrößten Bundestagswahlkreis und Menschen haben ihren Bezug, das Heimatgefühl verloren. Also es sind nicht nur materielle Dinge, die eine Rolle spielen, sondern auch emotionale, die da eine ganz starke Rolle spielen. Und deswegen glaube ich, müssen wir mit diesen Gebietsreformen Schluss machen. Und zum Beispiel hat sich meine Partei in Mecklenburg-Vorpommern gegen eine weitere Gemeindegebietsreform ausgesprochen, was ich für ganz richtig und ganz wichtig halte. Zu dem emotionalen Aspekt kommen wir auch noch. Bleiben wir erst noch mal bei den Fakten. Sie sagen, es ist schwierig, die Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Geben Sie uns ein Beispiel. Zum Beispiel ist das die im ländlichen Raum die Versorgung mit Ärzten. Da steuert die Bundesregierung gegen, hat gegengesteuert. Aber es ist besonders aus meiner Sicht der kommunale Finanzausgleich. Ich kenne keinen kommunalen Finanzausgleich in Deutschland, wo der ländliche Raum bevorzugt wird. Auch bei uns ist das nicht so. Man ist eher zentrenorientiert. Das kommt so aus den 80er, 90er Jahren, währenddessen ich heute sage, die Kosten in der Fläche sind größer. Stichwort Straßen, Stichwort Vorhalten von Verwaltung, Kindergärten, Schulen und so weiter und so fort. Und deswegen die Finanzverantwortung für die Kommunen liegt bei den Ländern. Den Ländern geht es überwiegend gut, auch meinem Heimatland. Und da muss man schlichtweg dann überlegen, wo muss ich und wie muss ich gegensteuern, wenn der Schrumpfungsprozess in der Fläche eben vorhanden ist und in den Städten nicht. Zu den Finanzen werden wir natürlich auch noch kommen. Wir wollen jetzt vom Nordosten mal in den Südwesten, ins Saarland schauen. Herr Dressel, das Saarland ist auch reich an Natur, aber arm an Infrastruktur, zumindest in einigen Bereichen. Wie sind denn Ihre Probleme vor Ort ähnlich wie im Nordosten?
Naja, wir haben dieses Flächenproblem, wie der Kollege das geschildert hat, natürlich nicht. Wir sind aber als altindustrielle Region natürlich von verschiedenen Transformationsprozessen in den vergangenen Jahrzehnten gebeutelt worden. Das heißt, der Rückgang der Stahlindustrie, der Rückgang der Montanindustrie, Kohle. Das heißt, wir haben demografische Probleme auch im Saarland, obwohl wir natürlich viel dichter besiedelt sind. Und wir haben natürlich dort auch ein Verschuldungsproblem bei den Kommunen, was dazu führt, dass wir an der einen oder anderen Stelle eben durchaus Disparitäten haben, was die Lebensqualität anbelangt. Und deswegen haben wir in der Zusammenschau in der Tat ähnliche Probleme. Das heißt, wir haben Wegzug, das heißt, wir verlieren Bevölkerung. Und wir müssen uns natürlich fragen, wie können wir die Infrastruktur, die wir für eine gute Lebensführung brauchen, wie können wir Arbeitsplätze bekommen, wie kann das in der Zukunft gewährleistet werden? Und insofern treffen sich die Probleme dann wieder, auch wenn sie natürlich ein Stück weit unterschiedlich sind. Die ländlichen Räume oder die Räume sind divers, auch wie die Probleme. Sagen Sie uns doch auch nochmal vielleicht ein konkretes Beispiel. Also Sie haben das beschrieben, den Rahmen, aber sagen Sie uns nochmal ein konkretes Beispiel, worum es im Saarland geht. Naja, wir haben in den Kommunen einen großen Investitionsstau. Das sehen wir jetzt zum Beispiel an der Wasserinfrastruktur. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle gehabt, wo Wasser geklort werden musste, wo die Leitungen plötzlich kaputt gingen. Wir sind dort vielfach am Ende der Lebensdauer angelangt. Das ist nach dem Krieg irgendwann aufgebaut worden. Und die Kommunen hatten in den vergangenen Jahren einfach schlicht und ergreifend zu wenig Geld, um zu investieren. Auch das sind Probleme in strukturschwachen ländlichen Regionen, die wir haben. Gibt es bei Ihnen, wenn wir jetzt von dieser materiellen Geldebene mal einen ganz kleinen Moment weggehen, bevor wir natürlich noch mal drauf schauen müssen, diese emotionale Ebene, die Herr Rehberg angesprochen hat, also dass sich diese Regionen unter Umständen, abgehängt finde ich immer ein schlechtes Wort, vielleicht ein bisschen vergessen fühlen. Ist es bei Ihnen auch, gibt es so ein Gefühl? Naja, wenn Sie sich zum Beispiel die verkehrliche Anbindung des Saarlandes anschauen, dann sehen Sie, dass zum Beispiel die Landeshauptstadt Saarbrücken heute nur noch ganz unregelmäßig eine Anbindung an den Fernverkehr der Deutschen Bahn hat. Wenn wir in die Fläche gucken, Bahnanbindung, auch Busanbindung, dann wird das kontinuierlich schlechter. Und es ist natürlich ein Punkt, den die Leute sehr schnell merken. Aber auch das Thema medizinische Versorgung, das war bisher bei uns sehr gut. Aber auch jetzt gibt es dort Bereiche, wo ein Kassenarztsitz zum Beispiel nicht mehr besetzt werden kann. Da haben wir ein Problem, weil das merken die Leute dann sehr schnell. Sie können nicht mehr so gut zum Hausarzt gehen. Sie kommen auch ohne Auto nicht mehr gut aus den ländlichen Räumen raus. Sie kommen auch aus dem Land im Übrigen sehr, sehr schwierig raus, weil die Fernverkehrsanbindung schwierig ist. Dann fahren sie mit der Bimmelbahn eben nach Mannheim. Und das merken die Leute und das nehmen die auch sehr wohl wahr als, ich will nicht sagen Zurücksetzung, aber sie sagen, das ist eine Einschränkung für meinen persönlichen Lebensstil. Die Lebensqualität ist im Saarland insgesamt sehr gut. Die Leute leben dort, glaube ich, sehr gerne. Aber gerade für junge Menschen, die hochqualifizierte Arbeitsplätze brauchen, ist es natürlich ein Problem, wenn die Mobilität heute nicht stimmt. Sie sagen es, es hat ja Strukturschwäche, hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Menschen dort nicht gerne leben. Die Mecklenburgische Seenplatte ist ein wunderschönes Gebiet, aber Sie haben auch diese emotionale Ebene schon mal angesprochen. Fühlen sich die Menschen, abgesehen von dem, was man vielleicht angehen muss, ein bisschen vergessen? An der einen oder anderen Stelle ja, aber es liegt auch, glaube ich, ganz stark, wie agiert die Kommunalpolitik vor Ort? Ich kenne Bürgermeister, die sind ganz engagiert, die weisen Bauland aus, organisieren Zuzüge oder bieten auch gratis, das ist Randregion von Berlin, für Berliner attraktive Grundstücke. Auf der anderen Seite muss man natürlich, ich wohne auf einem kleinen Dorf, wissen, wenn ich dort Kinder habe, ist natürlich der Schulbesuch schwieriger zu organisieren, die Freizeit für Kinder. Dafür muss ich mich auch bewusst entscheiden. Auf der anderen Seite habe ich seit Jahren, plädiere auch heute dafür, Dezentralität von Kindergärten. Kindergärten nicht nur kommunal, sondern auch in freier Trägerschaft, Grundschulen für kurze Beine, kurze Wege. Da kann man auch viel vor Ort machen. Voraussetzung ist, dass das Land, die Kommunen ausreichend finanziell ausgestaltet und dass eben nicht nur in Rostock über die Gewerbesteuer, dass es der Stadt gut geht, sondern auch einer kleinen Gemeinde, die eben keine Gewerbesteuereinnahmen hat oder nicht die Einkommensteuereinnahmen. Und da muss man einfach Ausgleiche schaffen. Ausgleiche schaffen. Die Kommission schaut natürlich auch auf die Finanzen. Das Saarland ist ziemlich pleite. Die Städte und die Kommunen im Saarland sind die am höchsten Verschuldeten in ganz Deutschland. Die Kommission will auf die Altschulden schauen, auch auf Kommunen mit hohen Kassenkrediten. Was erwarten Sie da? Also ich erwarte
dass wir uns dem Thema der kommunalen Verschuldung überhaupt erstmal widmen. Das ist ein Thema, das oft in den Hintergrund geraten ist. Und jetzt muss man überlegen, wie können wir die Kommunen ein Stück weit befreien von ihren Lasten. Das sind ja nicht nur die Altschulden, sondern das sind zum Beispiel auch die Sozialkosten, das sind die Kosten der Unterkunft. Aber, und das ist eine Folge der Finanzarmut in den letzten Jahren, dass wir zum Beispiel kaum noch lokale Planungskapazitäten haben. Wir haben ja Fördermittel, zum Beispiel über die Gemeinschaftsaufgaben des Bundes, die bestehenden, die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz und die Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Und da muss man schauen, dass wir dort die Abrufquoten erhöhen. Da bleiben in beiden Gemeinschaftsaufgaben signifikante Beträge jedes Jahr liegen. Das hängt natürlich an der Enge, wie sie ausgestaltet sind. Wir haben gesagt, wir müssen das mit einem Dreiklang lösen. Wir müssen die Kosten der Unterkunft stärker von den Kommunen wegnehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine neue Gemeinschaftsaufgabe regionale Daseinsvorsorge bekommen. Und wir müssen mit einem Altschuldenfonds dafür sorgen, dass die Kommunen, wenn man sie gemeinsam bewirtschaftet, die Altschulden an dieser Stelle gezielt entlastet werden. Ich will noch ganz schnell Herrn Rehberg fragen. Herr Rehberg, Sie sagen, Geld ist nicht überall das Problem. Es gibt auch ein Umsetzungsproblem. Wie sehen Sie denn die Ausstattung der Kommunen mit den Finanzmitteln? Wir haben allein dieses Jahr als Bund Ländern und Kommunen 5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, ohne Gegenleistung. Der Bund übernimmt komplett die Grundsicherung im Alter im Betrag von fast 8 Milliarden. So könnte ich die Liste weiterführen. Wir entlasten Länder und Kommunen mit einem Betrag von über 20 Milliarden. Es gibt das Kernproblem. Erstens, die Länder reichen das Geld nicht zweckentsprechend weiter. Und zweitens, ganz oft bleibt dann die Umsatzsteuer im Landeshaushalt hängen und nicht im Kommunalhaushalt. Und wenn wir das abschaffen würden, das kann man, wenn man Druck auf die Länder macht, dann wären wir schon einen Schritt weiter alle miteinander. Zum Abschluss noch ganz kurz. Glauben Sie, dass diese Kommission wirklich was erreichen kann? Weil die Probleme sind ja eigentlich bekannt. Wenn die Kommission, das hoffe ich, in ein paar Monaten entsprechende Beschlüsse vorlegt, glaube ich, dann ist auch Druck, und der wichtigste Druck ist auf die Länder, wie gesagt, die kommunale Finanzverantwortung so zu gestalten, dass auch die Fläche auskömmlich damit versorgt wird. Herr Rehberg, Herr Dressel, vielen Dank. Die Debatte drin beginnt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und wir schauen rein in den Saal, weil der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wird jetzt die Debatte eröffnen.